Moin Leute, hier ist wieder euer Psycho 667 des Teufels Nachbar. Heute mit einem kleinen GTA-Video. Ihr hört die anderen im Hintergrund reden. Ich habe mich jetzt extra hier mal gestummt. Weil ich habe denen gesagt, wir machen jetzt ein Easter Egg. Dabei pranken wir sie nur und die sollen einfach nur in ihren eigenen Tod springen. Mal gucken, ob das so klappt. Schaut's euch einfach an. Und wenn ihr das hört, ich bin ein bisschen erkältet, ist nicht schlimm. So, Boys, können wir jetzt loslegen? Endlich. Also, Tommy, du kennst es ja schon, also wir müssen jetzt hier immer geradeaus flattern, bis wir kurz vor das Gebiet kommen, dass wir sterben, sage ich mal. Und wenn ich dann sage, jetzt, dann springt ihr raus und ihr dürft aber nicht den Fallschirm zünden, wollte ich schon sagen, ja, nicht den Fallschirm aufmachen. Ihr dürft den wirklich erst so zwei Meter vor... Zündet ihn an. Genau, zündet ihn an. Erst zwei Meter vorm Wasser aufziehen. Und dann klitscht ihr, sage ich mal, durch das Wasser so durch und dann seid ihr in dieser City halt. Wir müssen aber erst noch ganz hoch. Ja, genau. Rock'n'Roll. Achso, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, so müsste reichen eigentlich. Wir müssen schon richtig Speed drauf haben. Mit der Reisschüssel kriegst du dann eh nicht hin. Das geht schon. Ja, wenn nicht, dann müssen wir es halt nochmal versuchen. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Immer fliegen, immer flattern, immer flattern. Flatter die du. Ich bleib da mal vorsichtshalber beim Heli. Nicht, dass es dann nicht klappt, Alter. Kann ich versuchen, euch aus dem Wasser rauszufischen, weil es beim ersten Mal nicht klappt. Oh denn? Also wo müssen wir denn jetzt? Ich sag, wenn ich sage, dann jetzt, dann springt ihr einfach raus. Wie gesagt, ja, und dann erst zwei Meter vor dem Wasser. Ich hab's ein paar Mal gesehen, das reicht. Führen euch nur in dieses Geheimnis ein. Warte. Und wirklich ganz kurz vom Wasser darf man den Fallschirm erst ziehen. Ja, warte. Ja, jetzt. Genau, jetzt muss ich nämlich versuchen, das Ding irgendwie zu retten. Ich glaube, der geht nicht mehr an. Ich glaube, ich bin zu weit geflogen, ein Stück, aber. Wie muss ich drücken? X war das, ne? Ja. Fallschirm? Ja. Das Ding nicht mehr gerettet. Fuck. Mach das eben schnell. Ich bin im Wasser. Alles klar, Tommy springt raus. 2 Meter? Das war. Ja. Fuck, Alter, ich hab das Ding nicht mehr gerettet gekriegt. Wie hast du das denn hingekriegt? Magie. Was, hast du jetzt einen gekillt oder was? Ja! er hat mich umgehauen! Ich bin schon am Fliegen! Ich bin ein magisches Eis. Deswegen warst du schneller. Oh, weil, Alter. Deswegen warst du schneller. Warte, ich ruf mal Meriwether, Kevin. Ja, ruf mal was. Oh Mann, Alter. Ich hab aber die doofe Vermutung. Was hast du denn für eine Vermutung? Sieht der erst wieder aus. Ich hab da gerade was gelesen, dass du dann irgendwie San Andreas Stadt? Oder war das. Keine Ahnung. Oh Gott, Alter. Ja, das macht echt Spaß. Ja, San Andreas. Danke für das Boot und jetzt kannst du tot sein. Tschüss. Ah ja. Audi, mein Freund. Warte mal, der steckt gerade nicht ein. Alter, was ist denn hier? Was ist hier verkehrt, ey? Jetzt. Oh, voll in die Face. Ja, Boys. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nämlich alles nur eine Verarschung. Es hat mal wieder funktioniert. Es gibt keinen Glitch in dem Sinne da. Das habe ich damals schon bei GTA 4 gemacht. Mit so vielen Leuten. Und es funktioniert einfach immer wieder. Dass Leute drauf reinfallen. Also, so ein bisschen ein Prank gewesen. Hat ja funktioniert, nicht? Dann habt ihr gespringt raus. Scheiße. Es ist einfach. Ich wollte einfach mal wissen, inwieweit ihr vertraut. Toll. Danke. Ja. Bis. Kacke. Voll reingefallen. Alles klar. Gott. Mein Boot ist von mir weg. Ist das, alles klar. Ein Problem ist halt, sag ich mal, hier bei GTA 5 jetzt. Nein, das Problem ist, ja, das war so klar. Das Problem ist bei GTA 5 einfach, du stirbst, wenn du aufs Wasser knallst. Das war ja bei GTA 4 nicht. Das heißt, die Boys durften den ganzen Weg zurückschwimmen. Ah,
Ach du Scheiße. GTA 4 war das echt asozial. Da war das richtig mies, Alter. Da war das richtig geil. Du musstest den ganzen verschissenen Weg. Ich glaube, du bist so um die 10 Minuten bist du fast geschwommen, Alter. Bist du wieder irgendwo an Land gesehen hast. Nee, sogar länger. Ja, das war richtig bitter. Wenn du mal was vom Land gesehen hast, bis du an Land warst, halbe Stunde. Ja, also das war echt brutal. Wieso habe ich einen Stern? Ich weiß nicht, hier fahren gerade die Bullen lang. Ich bin Patrouille. Ja. Kevin, mach mal der Karre klar. Ja, warte. So, Boys, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war lustig. Ich wollte einfach mal testen, ob es funktioniert. Ihr habt ja gesehen, es funktioniert. Wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Liken, kommentieren, das übliche Programm. Macht's gut, bis dann und ciao.